Hallo, herzlich willkommen in Albstadt. Albstadt ist eine Stadt im Süden Baden-Württembergs, etwa auf halbem Weg zwischen Stuttgart und dem Bodensee. Ich bin vor einem Jahr wegen der Arbeit hierher gezogen. In diesem Video werde ich euch durch die Stadt führen und euch die wichtigen Orte in der Stadt zeigen. So, los geht's! Wir stehen gerade vor dem Bahnhof. Der Bahnhof Albstadt-Ewingen ist nicht so groß wie die Bahnhöfe in großen Städten. Hier gibt es nur zwei Bahnsteige. Am Bahnsteig warten die Fahrgäste auf den Zug. Da kommt der Zug. Wenn der Zug hält, können die Fahrgäste einsteigen oder aussteigen. Hier ist ein Fahrkartenautomat, an dem man rund um die Uhr Fahrkarten kaufen kann. Wer mit dem Bus fahren will, geht zur Bushaltestelle. In großen Städten gibt es noch andere öffentliche Verkehrsmittel, wie zum Beispiel S-Bahn, U-Bahn und Straßenbahn. Zum Glück kann ich zu Fuß zur Arbeit gehen. Denn es ist manchmal auch sehr nervig, wenn die Züge oder Busse Verspätungen haben. Nun sind wir vor dem Rathaus. Das Rathaus ist ein Gebäude, in dem die Stadtverwaltung arbeitet. Der Leiter der Verwaltung ist der Oberbürgermeister. Wer nach Albstadt zieht oder innerhalb der Stadt umzieht, muss sich beim Einwohnermeldeamt anmelden oder ummelden. Wer einen Aufenthaltstitel beantragen bzw. seinen Aufenthaltstitel verlängern lassen möchte, geht zur Ausländerbehörde. In Albstadt befinden sich die beiden Ämter im Rathaus. Für Touristen lohnt sich ein Besuch in der Touristinformation. Hier erhält man kostenlos Broschüren mit allen Infos über Sehenswürdigkeiten, aktuelle Veranstaltungen sowie Unterkünfte in der Stadt. Gegenüber dem Rathaus ist eine Bank. Hier kann man Bankkonten eröffnen und dann Geld bequem am Geldautomaten abheben. Wer Briefe verschicken oder Pakete abholen will, geht zur Post. Man kann aber auch seinen Brief in den Postbriefkasten einwerfen, selbst wenn die Poststelle geschlossen ist. Zuvor muss der Brief jedoch frankiert werden. Die Briefmarken kann man auch am Briefmarkenautomaten kaufen. Hier ist die Schule, an der ich gerade arbeite. Die Schule ist schon über 100 Jahre alt und ist eine kaufmännische Schule. Hier sind mehrere Schularten unter einem Dach. Die Schüler haben die Möglichkeit, verschiedene Abschlüsse zu erwerben, wie zum Beispiel die allgemeine Hochschulreife, die zum Studium an Universitäten oder Hochschulen berechtigt. Der Berufsabschluss oder die mittlere Reife, was auch Realschulabschluss genannt ist. Ich unterrichte jedoch Deutsch als Fremdsprache in einer Klasse für junge Flüchtlinge und Migranten. Gegenüber der Schule ist die Stadtbücherei. Hier kann man Bücher, Zeitungen, Zeitschriften und so weiter kostenlos lesen. Wenn man die Bücher oder andere Medien ausleihen und mit nach Hause nehmen will, braucht man einen Benutzerausweis und muss dafür einen bestimmten Betrag im Jahr bezahlen.
In der Bücherei gibt es auch gemütliche Sessel, Sofas oder Liegesäcke, wo man es sich zum Lesen bequem machen oder auch mit anderen gemeinsam lesen kann. In der Nähe von meiner Schule befindet sich die Hochschule Albstadt Sigmaringen. Die Studiengänge in den Bereichen Technik, Wirtschaft, Informatik und Life Science anbietet. Die Deutschen essen gern Brot, wie wir Reis. Man kann in allen deutschen Städten zahlreiche Bäckereien finden. Besuchen wir mal eine Bäckerei um die Ecke. Im Sommer sitzen die Leute gerne draußen in der Sonne. Deswegen haben viele Bäckereien, Cafés sowie Restaurants auch noch einen Außenbereich. Gehen wir wieder raus auf die Straße. Hier ist eine Apotheke, wo man Medikamente kaufen kann. Wer Bücher, Zeitungen oder Magazine kaufen will, geht in die Buchhandlung. Manchmal findet man hier auch tolle Bücher zu günstigen Preisen. Neben der Buchhandlung ist eine Metzgerei. Metzgerei ist ein Geschäft, in dem man Fleisch und Wurst kaufen kann. Schauen wir da kurz rein. Wir können sehen, hier werden nicht nur Fleisch und Wurst verkauft, sondern auch Salate und Käse. In Deutschland gibt es in jeder Stadt eine Kirche oder sogar mehrere. Eine Kirche ist ein Gebäude, in dem Christen sich treffen und Gottesdienst feiern. Hier ist die Martinskirche. Sie ist eine evangelische Kirche und wurde 1905 oder 1906 erbaut. Schauen wir uns die Kirche kurz an. In Deutschland kaufen die Menschen meistens im Supermarkt ein.
In allen Städten, aber auch in manchen Dörfern in Deutschland gibt es Supermärkte. Hier bekommt man nicht nur Lebensmittel, sondern auch Haushaltsartikel, Schreibwaren, Zeitungen und Zeitschriften und so weiter. Die Supermärkte haben normalerweise von 7 Uhr bis spätestens 22 Uhr geöffnet. Ich gehe zwei oder dreimal in der Woche im Supermarkt einkaufen. Ich esse meistens Obst, Gemüse und Fisch. Ein Lieblingsort von vielen Mädchen ist bestimmt das Bekleidungsgeschäft. Wenn ich mal ein Bekleidungsgeschäft betrete, habe ich immer das Gefühl, dass die Zeit sehr schnell vergeht. So, das war's. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Schaut mal in die Infobox. Da findet ihr eine Übung zur Wiederholung des Wortschatzes aus diesem Video und weitere nützliche Infos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.